Hallo liebe Freundinnen des guten Geschmacks, heute gibt es ein wunderschönes Dinkel-Zwiebel-Baguette. Ein paar Zutaten brauchen wir: Zucker, Salz, Honig, einen halben Würfel vom Hefe und 600 Gramm Dinkelmehl. Zuerst nehmen wir uns eine große Schüssel, 400 Milliliter lauwarmes Wasser. Ihr kennt es aus meinem anderen Video, bei frischer Hefe, Temperatur nicht über 50 Grad, sonst zerstören wir die Bakterien. Dann nehmen wir uns den Zucker und den Honig. Den rühren wir gleich ein. So kann er sich noch ein bisschen besser auflösen. Dann nehmen wir uns die frische Hefe. Die bröseln wir einfach ein bisschen klein. Man sieht schon, die löst sich langsam auf. Können wir noch ein bisschen unterstützen, indem wir es ein bisschen verrühren. Das lassen wir jetzt einfach ganz kurz 5 Minuten ruhen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, 5 Minuten später, der aufmerksame Zuschauer weiß es, kommt die Hefe hoch. Ist alles in Ordnung, ist gut. Noch geben wir den Salz dazu. Und 600 Gramm Dinkelmehl. Hefeteig. Immer noch Handarbeit, 5 Minuten komplett durchkneten. Sehen wir uns gleich wieder, wenn wir hier einen schönen Teig haben. So, der Teig ist vorgeknetet. Geben wir noch die Röstzwiebeln dazu und kneten einfach noch ein bisschen weiter. Ein paar schöne Geräusche. Wir bleiben ja hier die Geräuscheküche. So, der Teig ist komplett durchgeknetet. Jetzt einfach abdecken und an einem warmen Ort eine gute Stunde stehen lassen. So, eine Stunde ist vergangen. Wollen wir mal schauen. Perfekt. Sieht super gut aus. Genau so soll es sein. Nehmen wir uns noch ein bisschen Mehl. Verteilen wir es schön auf der Arbeitsplatte. Dann nehmen wir uns den Teig. Wir wollen zwei Baguettes draus zaubern. Duftet wunderbar nach diesen schönen gerösteten Zwiebeln. Teilen wir oben ein bisschen Mehl drauf, lässt sich besser verarbeiten. Ziehen wir uns das lang und dann halbieren wir es einfach genau in der Mitte. Zwei schöne zwei Baguettes nachher daraus backen können. Das noch ein bisschen verdrehen, sieht einfach immer ganz schön aus. So, und so gehen sie jetzt für eine halbe Stunde bei 200 Grad in den Ofen. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, frisch aus dem Ofen raus. Herrlich. Dann wollen wir sie mal anschneiden. Herrliche Kruste. Ey, Mann, Freund. Na, das sieht doch gut aus und es duftet herrlich schön weich. Perfekt. Super. Besten Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf die nächsten Videos mit euch. Schaut gerne rein. Lasst ein Abo da, würde ich mich total drüber freuen. Ein Kommentar. Jeder Kommentar erhält von mir auch eine Antwort. Und wir sehen uns. Bis bald. Guten Hunger.